Die Freie Universität Berlin bietet mit mehr als 100 Fächern eine breite Palette an Studien- und Forschungsmöglichkeiten. Im Rahmen der Exzellenzinitiative wurde die Freie Universität für ihr Zukunftskonzept Internationale Netzwerk Universität ausgezeichnet. Das Konzept ist mit der Geschichte der Universität eng verwoben. Die Freie Universität Berlin wurde 1948 als Reaktion auf die Verfolgung systemkritischer Studierender an der Universität unter den Linden gegründet. Um trotz ihrer Insellage im Westteil der geteilten Stadt wissenschaftlich bestehen zu können, schloss sie schon früh Partnerschaften mit den besten Universitäten und Einrichtungen in aller Welt. Diese Strategie der Kooperation über Landesgrenzen hinaus verstetigt die Freie Universität nun mit dem Zukunftskonzept Internationale Netzwerkuniversität. Professor Seibold Norder berät die Freie Universität dabei in deren International Council, einem Gremium aus renommierten Hochschulmanagern und Wissenschaftlern. Die Freie Universität nimmt die internationale Herausforderung für die Universitäten des 21. Jahrhunderts ernst. Nicht nur mit Worten und als Strategie, sondern tatsächlich. Beispielsweise, indem ein Viertel ihrer Studenten aus dem Ausland stammt, indem eine wachsende Zahl der Wissenschaftler aus anderen Ländern kommt und indem sie neue Arten von Curricula einführt. International Faculty by adopting new types of curricula. Die Internationale Netzwerkuniversität baut auf drei Säulen auf: dem Center for International Cooperation, dem Center for Cluster Development und der Dahlem Research School. Das Center for International Cooperation. Es vernetzt die Freie Universität mit mehr als 150 führenden Universitäten im Ausland und koordiniert ihre Außenstellen in New York, Brüssel, Moskau, Peking und Neu-Delhi. Weitere Büros sind in Planung, etwa in Nordafrika und in Lateinamerika. Außerdem fördert das Center for International Cooperation den Ausbau von Partnerschaften der Universität, veranstaltet internationale Konferenzen und unterstützt institutionenübergreifende Graduiertenprogramme sowie den Austausch von hochqualifizierten Wissenschaftlern. Wir arbeiten unter anderem daran, Studenten, die in Master- oder Doktorandenprogrammen an einigen der Spitzenhochschulen Nordamerikas eingeschrieben sind, für die Freie Universität Berlin zu gewinnen. So können wir in der Forschung und im Austausch über Themen kooperieren, die beispielsweise mit Klimawandel, Energieeffizienz und erneuerbaren Energien zusammenhängen und können später gemeinsame Doktorandenprogramme einführen. Das Center for Cluster Development, Kernstück des Zukunftskonzepts, hilft bei der strategischen Entwicklung von Forschungsverbünden, sogenannten Clustern. Professor Stefanie Reich beschäftigt sich mit der Physik von Nanostrukturen. Auch sie nutzt das Angebot des Center for Cluster Development, zum Beispiel bei der Projektsteuerung und beim Einwerben von Geldern. So können sie und ihr Team sich auf ihre Forschung konzentrieren. Das Center for Cluster Development unterstützt uns eigentlich in zwei Punkten. Zum einen gibt es die Möglichkeit, kleinere Forschungsprojekte anzufangen. Wir haben hier zum Beispiel ein Forschungsprojekt, wo wir versuchen, mithilfe von Kohlenstoff-Nanoröhren weißes Licht in Licht bestimmter Farbe umzuwandeln. Und der zweite wichtige Punkt ist, dass aus diesen verschiedenen Forschungsprojekten dann größere Verbünde geschmiedet werden und uns die Möglichkeit gegeben wird, große Drittmittelprojekte zu beantragen. Die dritte Säule des Zukunftskonzeptes ist die Dahlem Research School. Mit dem großen Spektrum von strukturierten Promotionsstudiengängen und der interdisziplinären und internationalen Ausrichtung der Dahlem Research School beschreitet die Freie Universität neue Wege. Beispielsweise in der Vorbereitung auf die spätere Laufbahn. In manchen Programmen der Dahlem Research School kommt bereits jeder vierte Promovent aus dem Ausland. So auch Mario Martinez. Er kommt aus Mexiko und promoviert im Fach Soziologie. Die Betreuung hier gefällt mir sehr gut. Die Professoren und Forscher kennen sich mit meinen Themen aus und bringen verschiedene Perspektiven ein. Das ist für mich sehr hilfreich. Auch die Israelin Vita Silburg profitiert von der Unterstützung durch die Dahlem Research School. So findet man in der Dahlem Research School einen Workshop zur Hochschuldidaktik, in dessen Rahmen ich mich von meinem Fach der Literaturwissenschaft etwas zurückziehen und mich in einen Dialog mit anderen Wissenschaftlern aus verschiedenen Forschungsbereichen begeben kann.
ובמסגרת קורס כזה אני מוצאת עצמי מתנתקת מהדיסציפלינה שאני באה ממנה ונכנסת לדיאלוג עם חוקרים מתחומים אחרים עם זווית ראייה קצת שונה משלי. Die wachsende Vielfalt der Sprachen aus aller Welt auf dem Campus der Freien Universität macht deutlich, das Netzwerk der Kooperationen wird immer dichter. Es entstehen Räume für neue Ideen und lebendigen wissenschaftlichen Austausch. Die Internationalität kann man nicht an einem Punkt der Universität festmachen, sondern da bedarf es wirklich des Engagements der gesamten Universität. Und da sind die drei Säulen und ihr Zusammenwirken besonders wichtig. Mit ihrem Zukunftskonzept International Network University baut die Freie Universität Berlin ihre Wissenschaftsnetzwerke über Ländergrenzen hinweg aus und setzt neue Impulse für die Zukunft.